Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu DrinkFest 7 Fragmente der Vergangenheit. So, wir sind zuletzt hier in Arador stehen geblieben und ihr seht's schon, ja, Aisha hat sich verändert, denn sie ist aktuell zur Koryphäe. Was ist das, Koryphäe? Ja, Koryphäe. Ich wollte ja eigentlich, Richtung Druiden machen. Ich bin überlegen, ob ich das vielleicht sogar so lasse. Mal gucken. Aktuell ist, unser Roland eine Chimäre. Den habe ich jetzt auch umgeändert. Der hat nämlich, die Wunderlampe auf jeden Fall geschafft. Ich habe ein bisschen... Ja, was heißt trainiert? Eigentlich Geld gesammelt und dabei den Beruf hochgemacht bei den beiden. Ruf ist endlich der ultimative Champion und ich bin der legendäre Held. So, ja, das, also ich glaube, hier gibt es nichts, bei Ritter Roland gibt es wahrscheinlich nichts, außer die Monster. Aber, naja, mal gucken. Ich glaube, da gibt es nichts Besonderes. Ich habe hier einige schon gemacht. Vielleicht... Ich bin überlegen. Vielleicht mache ich ihn zum Krieger. Oder ich lasse es einfach mal so. Mal gucken. Ich habe jetzt auch komplett die Rüstung angepasst. Zum aktuellen Stand. Also... zu diesem aktuellen Stand hier mit den Waffenladen und Rüstungsladen. Und vielen Dank an Angelika, die hat mir gesagt, wo sich die Regenbruch befindet oder beziehungsweise wie ich dorthin komme. Also, ich wäre nicht mal im Traum darauf gekommen, diesen Weg einzuschlagen, weil ich weiß nicht, ob ich da schon mal gewesen bin. Oder da war. Ich weiß es einfach wirklich nicht mehr. Dafür müsste ich wirklich nachforschen. Aber gut. Somit können wir uns jetzt das Prismatau holen. Und damit hier auch die letzte Insel hoffentlich abschließen. Und dann ist halt die Frage, wie lange geht das Spiel noch? Also ich habe ja schon sehr viele Parts. Gegensatz zu jemand anders, der sogar auch mit... den Zusatzboss gemacht hat. Also der hat jetzt, ich habe jetzt mehr als Heat Hero, der hat 173 komplett, ne? Also bis Ende. Ich weiß nicht, also meine sind immer länger, weil meistens blind. Ist es immer so, dass ich nichts weiß und einfach alles erforsche und etc. Aber das ist halt, ne? Das ist halt schön. Gibt mehr Parts. So, und hier ist die Regenbogenbucht. Also, da wäre ich nie mehr drauf gekommen. Es scheint wohl doch die Ecke zu sein, zwar auf dem Bild, aber man kommt so direkt nicht hin, sondern halt nur hier über dieses Portal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann man das freischaltet oder wie man da hinkommt. So. Oh, hier liegt was. Oder? Hat es da nicht gerade geglitzert? Da glitzert was. Denn es sieht sich das Wasser in der Bucht genauer an. Es glitzert und funkelt wunderschön in der Sonne und leuchtet in den Farben des Regenbogens. Die Wunderwasserflasche wäre das perfekte Behältnis für den Prismatau. Die Flasche mit etwas Tau füllen? Natürlich. Aus der Regenbogenbucht. Ja, guckt. Das Problem ist, man erinnert sich einfach nicht hier dran. Weil, weil es hier nicht beschriftet ist, oben in der Ecke, so wie bei den anderen, so wie Temple Mysterium oder Bastorek. Es wird einfach gesagt, dass das jetzt die Regenbogenbucht ist, deswegen kann man sich einfach nicht dran erinnern. Und deswegen wäre ich niemals drauf gekommen, dass man hier durch muss. Und ich wollte jetzt auch nochmal
Seligen nochmal anschauen. Dort habe ich was überlesen. Und zwar, ich konnte doch rein, was ich total verlesen habe. Jetzt muss ich irgendwas mit Faraday, ne? Das war in der Nähe von Faraday. Schloss Faraday, war das östlich von Faraday? Irgendwo da war ja der Tempel, den habe ich ja zufällig wieder gefunden. So, nicht reden. Ja, ja. Gepäck. Und einmal den Teppich. So, ich glaube da oben. Komme ich hier raus? Muss ich mal hier raus. Hier oben müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, hier oben ist es. Östlich direkt von Faraday. Und hier kann ich durch die Tür. See der Seligen. Und damit können wir uns das nächste Fragment holen. Denn die Tür ist auf. Oh, wo sind wir denn? Okay. Kommen wir jetzt zum Elfenreich. Okay. Es geht tiefer. Korallengrotte. Ja. Okay. Interessant. Und Aisha erreicht Level 27. Ja, sind ein paar Level aufgestiegen. Manchmal ist das voll komisch. Manchmal leveln die langsam und dann auf einmal kommen die schon näher an uns ran. Es ist echt komisch. So, Felsbrocken. Schatztruhe. Weisheitssamen. Oh, nehmen wir gerne. Verbrauchen wir auch direkt. Puh, also vorbei. Ich kann die Luft nicht mehr. Nanu? Hey, guck mal. Ich kann unter Wasser atmen. Ach, das glitzert der Korallen im Spiel der Sonnenstrahlen. Wahrlich, ein herrlicher Anblick. Sind wir auf dem Meeresgrund? Wie schön es hier ist. Ach, guck mal, da ist der Pinguin. Der Superscherge. Vakuumwirbel. Bam. Ich wollte den Samen einmal essen. Gepäck. Weißer Haarsamen. Benutzen. Ruf. Kann man ein bisschen mehr Weisheit gebrauchen. Definitiv. Swinguini. Offensiv. Hitzewelle. Waffenwirbel. Zack. Ich finde es schön, dass die KI mitdenkt. Oh, Moment. Was bist du denn? Drosselfische. Komm, die grillen wir. Mit der Hitzewelle. Aber erstmal müssen wir die beschneiden, ne? So viel steht fest. Erstmal hier überall gucken. Oh, noch ein Skelettfisch. Sind wir jetzt bei Mario? Schildkroko. Oh, nice. Alles besiegt. Ruf macht einfach alles kaputt.
Und jetzt ist halt die Frage, wo geht's jetzt weiter? Kommt hier ein Boss? Hier gibt's erstmal eine Truhe zu holen. Also damit war ich jetzt, da war ich jetzt auf jeden Fall nicht vorbereitet, aber okay. Aber ich denke mal, wir brauchen so oder so die ganzen Rätselfragmente für den letzten Dungeon. Ja, das mit den Mini-Medaillen ist die Frage. Oh, ein neuer Monsterparkplan. Jawohl. Müsste ich. Habe ich mittlerweile zwei? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Moment. Verschiedenes Gepäck. Beutel aufräumen. Alphabetisch sortieren. Ja. Dann kann ich ja jetzt genauer gucken. Unter M. Da, wir haben zweimal Monsterparkplan. Ja, okay, wir müssen nochmal zurück zum Monsterpark. Und beide mal. Oh, jetzt geht's nach oben. Erst geht's nach unten, jetzt geht's wieder nach oben. Um mal beide mal zu. Ich komme einfach nicht drauf. Zu bauen. So. Die Felder zu bauen und mal gucken, was für ein Monster mittlerweile ist. Ach so, nur Sturzbomber und zisch. Ein Monster habe ich nochmal bekommen und zwar diese. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt war ich abgelenkt. Jetzt sind wir endlich hier, wo ich hin wollte. Oh, cool. Ich werde es euch dann zeigen, wenn wir da wieder da sind. Ein Monster habe ich auf jeden Fall wieder bekommen. Ich glaube, Hades? Hades? Hades Klingen oder so? Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie die heißen. Korallengrotte? Alter, was ist hier? Hä? Ist hier los? Komme ich jetzt auf der anderen Seite da raus, oder wie? Korallenrotte. Es ist auf jeden Fall anders. Definitiv. Wer bist du denn? Ja, du bist definitiv ein Hingucker. Also... Das muss man schon dir lassen. Du bist echt ein Hingucker. So, gucken überall könnten. Wer bist du denn? Mit dir kann man sprechen? Ich weiß, dass mein Äußeres einen anderen Eindruck erweckt. Aber ich bin kein Monster. Das. Bin ich wirklich nicht. Ich habe erkannt, dass meine monströse Lebensweise ein Fehler war und eine Kehrtwende vollzogen. Jetzt bin ich durch und durch anständig. Leider fällt es den meisten Menschen unheimlich schwer, andere nicht nach ihren Erscheinungen zu beurteilen. Ihr wisst nicht zufällig, wo König Neptun lebt, oder? Doch. Ach ja. Könntet ihr ihn dann bitten, mein Äußeres zu verändern, damit ich eher wie ein normaler Meeresbewohner aussehe? Es würde mir so viel bedeuten. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass ihr reich belohnt werdet. Okay. Warte mal, Neptun. Oh, jetzt habe ich ja gesagt, man weiß trotzdem nicht, wo Neptun ist. Werden wir von ihm vielleicht
das Fragment bekommen? Nö, gut. Das liegt nämlich hier. Oder ich bekomme hier den Universalschlüssel. Das kann sein. Aber Neptun haben wir doch schon mal, oder? Ne, Krakos haben wir. Okay. Alter, ich google jetzt. Ich muss leider googeln. Dragon Quest 7 Neptun. So. Ach so. Das ist nach der Hauptstory. Oder wie? Weil. Vor allem möchte das. Okay. Abgeschossen. Wo war das denn jetzt? Kommt da gar nicht hin. Er wird gerade. König Neptun ist in einer Stunde in Nähe der Zuflucht. Einfach mit dem Boot drauf und abdrücken. Und mehr als ansprechen. Probieren wir einfach mal aus. Wir kämpfen mal einfach mal hier. Ich gucke jetzt einfach mal. Haben wir Neptun schon mal getroffen? Der müsste ich doch eigentlich schon als Part definitiv gehabt haben. Wenn das so ist. So, wir gehen jetzt wieder mal raus und gehen mal den anderen Weg. Ich kann ja währenddessen trotzdem gucken. Habe ich denn jetzt hier mein Projekt da auf 180 Parts, meine Güte. Erstmal gucken wir mal. So, kann ich vielleicht jetzt schon mal die Suche Okay, Neptun habe ich nicht. Da wird schon gesagt, nee, keine Übereinstimmung. Okay. Ist es wirklich? Komme ich dann wirklich erst später hin? Was ist denn hier? Krakos, Krakos 5. Ne, ich glaube. Neptun haben wir noch nicht. Da habe ich gelogen. Ich habe ihn angelogen. Wie kann ich nur? Ich habe gesagt, ich kenne. Ja, wir sind, glaube ich, auf der anderen Seite, oder? Hier waren wir schon mal. Ist das hier ein Rätsel? Ist das ein Rätsel hier? Mal schauen. Altar der Ankunft. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich denke mal, das ist hier alles Zusatzboss. Also, ich denke mal, das ist, glaube ich. Also, nagelt mich jetzt nicht fest, das kommt alles nach der Hauptstory. Oder wir kommen hier noch hin, also. Aber ich glaube, das könnte eventuell
nach der Hauptstory hier begehbar sein. Weil das könnte hier vielleicht irgendwas mit den Rätselformaten zu tun haben. Naja. Gut, dann kann ich mich hier wegteleportieren oder eher nicht. Geht. So, hier soll ein Strudel sein. Gucken wir mal, auf der Karte ist er dann ja vermerkt auf jeden Fall. In der Nähe der Zuflucht ist auf jeden Fall nichts vermerkt. Das scheint wohl auch alles später erst zu sein. Naja. Wenn wir wissen, wie es weitergeht, aber gut. Ich würde sagen, passt eigentlich so weit. Wem ist das Fragment geholt? Gehen jetzt mal zum Monsterpark und machen das mal. Und dann gehen wir mal zurück und